Hi! Willst du sehen, wie Piloten auf Notsituationen reagieren oder unglaubliche Stunts durchführen? Dann bist du hier genau richtig. Heute haben wir die erstaunlichsten Momente aus der Welt der Luftfahrt für dich. Schnall dich an und genieße es! Jeder Pilot kann den Tag eines jeden Menschen unvergesslich machen, indem er einfach etwas tiefer als gewöhnlich über der Stadt fliegt. Der Fahrer muss eine Mischung aus Bewunderung und Schock empfunden haben. Während einer Flugshow fiel der Motor des Flugzeugs aus, doch der Pilot schaffte es, das Flugzeug auf dem Wasser zu landen und blieb dabei völlig unverletzt. Ein echter Profi. Einen Hubschrauber auf dem Dach eines LKWs landen? Kein Problem! Manchmal erleben Piloten solche Überraschungen wie unachtsame Autofahrer auf der Landebahn. Auch die Starts verlaufen nicht immer reibungslos. Dieser Pilot hatte zum Beispiel zu Beginn des Fluges einige Probleme, doch er hat's perfekt gemeistert. Die Landung eines Flugzeugs in der Antarktis ist eine echte Herausforderung. Der Pilot musste auf einer vereisten Landebahn landen und das auch noch mit einem vollbesetzten Flugzeug. Wie du sehen kannst, war die Landung alles andere als sanft. Doch alle Passagiere blieben unversehrt. Wie sehr muss man dem Piloten vertrauen, um dort stehen zu bleiben? Sie hat gerade alle Barkeeper der Welt übertroffen. Obwohl Flugzeuge mit einem Blitzschutz ausgestattet sind, kann ein Blitzeinschlag in den Flugzeugrumpf dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Deshalb passiert manchmal so etwas. Ja, von außen sieht es gruselig aus. In der Kabine ist aber nur ein Knall zu hören. Für die Passagiere und vor allem für diejenigen mit Flugangst ist es natürlich nicht so angenehm. Dieser Hubschrauber sollte eigentlich den Berg vor Lawinen schützen, löste aber selbst eine aus. Ups! Der Bursche wollte einfach nur in den Urlaub fliegen. Es gibt aber selbst außerhalb des Flugzeugs keinen Platz für Schwarzfahrer. Das war ein anstrengender Tag auf dem Londoner Flughafen, da Windgeschwindigkeiten von 69 km/h allen Piloten die Arbeit erschwerten.
Aber selbst unter diesen Bedingungen ist es ihnen gelungen, die Flugzeuge erfolgreich zu landen. Beeindruckend, nicht wahr? Was von außen wie ein Absturz aussieht, ist in Wirklichkeit einer der spektakulärsten Flugzeugstunts. Das Trudeln. Bei diesem Feuerwerk handelt es sich um einen synchronisierten Abwurf von Hitzefallen, die bei der Parade von Transportflugzeugen zur Feier des Flughafenjubiläums abgefeuert wurden. Unglaubliche Aufnahmen von der Landung eines Spezialeinsatzflugzeugs, das auch aus dem neuen Teil des Films Dune stammen könnte. Dank seiner hohen Fluggeschwindigkeit kommt der legendäre Thunderbird 6 immer pünktlich und schließt dabei sogar die Autotüren. In diesem Fall ist nicht ganz klar, ob dieser Flugschüler Glück hatte oder nicht. Dafür weiß er jetzt, wie man auf eine versehentlich öffnende Tür reagieren sollte. Das Wichtigste ist es, ruhig zu bleiben und solche Nerven wie sein Fluglehrer zu haben. So einen spektakulären Drift wirst du in keinem einzigen Film sehen. Diesem Mann ist es gelungen, sich unter den schwierigsten Bedingungen dem Boot zu nähern. Ich spreche natürlich von dem Hubschrauberpiloten. Einer der nicht offensichtlichen Vorteile der Arbeit in der Luftfahrt sind kostenlose Gesichtsmassagen. Einen SUV, der aus 300 Metern Höhe abgeworfen wird, hast du wahrscheinlich noch nie gesehen.
Den Piloten kann man verstehen. Wenn man so etwas kann, möchte man jede Gelegenheit nutzen, um damit anzugeben. Während manche in einem überfüllten Bus zur Arbeit fahren, fühlt sich dieser Mann wie ein Spezialagent. Hast du schon mal ein riesiges Flugzeug durch die Wolken fliegen sehen? Jetzt schon! Die B-2 ist ein so cooler Bomber, dass sie mit Begleitung fliegt. In diesem Fall muss man nicht nur dem Piloten, sondern auch dem Kameramann Respekt zollen, der den Mut hatte, sich ihm in den Weg zu stellen. Der Pilot verlor für einen kurzen Moment die Kontrolle über den Hubschrauber, behielt aber dennoch die Ruhe. Sieht so aus, als ob seine hervorragenden Fähigkeiten mit dem Glück zusammengearbeitet hätten. Eine Notlandung ist kein Grund zur Panik, dachte sich der Pilot und landete das Flugzeug auf einem Feld. Der Pilot ist so entspannt, als würde er ein Auto parken und nicht mit einem Kampfjet auf einem Flugzeugträger landen. Das ist Können. Wenn man seinem Auftritt eine epische Wirkung verleihen möchte, muss man manchmal selbst für die nötigen Spezialeffekte sorgen. Bei Nebel wird jedes Flugzeug zu einem Geisterflugzeug. Keine Ahnung, was das für ein Unternehmen ist, ihre Essenslieferungen sind aber zweifellos beeindruckend. Drehungen gehören zu den schwierigsten Flugmanövern, aber nicht für diejenigen, die ihre Fähigkeiten so perfektioniert haben wie dieser Mann.
Der Motor dieses Flugzeugs kam für einige Sekunden zum Stillstand. Doch die Jungs hatten keine Angst. Schließlich hatten sie immer noch vor, auf eine andere, spektakulärere Weise zu Boden zu kommen. Das Löschen von Bränden mit Flugzeugen ist nicht nur nützlich, sondern auch noch ziemlich spektakulär. Selbst die Feuerwehrleute sind jedes Mal begeistert. Flugzeuge haben nicht immer die Möglichkeit, am Boden zu tanken. Deshalb muss man folgendermaßen vorgehen. Das Tanken in der Luft ist ein sehr schwieriger Vorgang, der unglaubliche Konzentration erfordert. Für Profis ist es aber eine Routine. Ist eine scharfe 180-Grad-Drehung auch am Himmel möglich? Klar! Wie kann man ein Tier in den Bergen schnell von A nach B bringen? Hier ist eine Möglichkeit. Dieses unangenehme Gefühl, wenn das Leben einer Kuh interessanter ist als deines. Dieser Oldtimer geht in den wohlverdienten Ruhestand und wird nun die Besucher des Airparks erfreuen. Und der größte Frachthubschrauber der Welt hilft ihm dabei, ein Denkmal zu werden. Aus solch einem Blickwinkel hast du Fallschirmsprünge sicher noch nie gesehen.